Ich möchte dich heute herzlich willkommen heißen vom Hotel Lenkbachhof im Alt-Lenkbach im wunderschönen Niederösterreich. Es ist wirklich ein Traum hier. Nicht so ein Traum sind oft Rückenschmerzen. Und über 85% aller Menschen kennen Rückenschmerzen, haben das schon zumindest einmal gehabt. Viele leiden darunter chronisch, das kommt immer wieder und es zwickt im unteren Rücken. Und wir kriegen das kurzfristig los und dann kommt es wieder und es wird nicht besser. Ich zeige dir heute meine besten Übungen bei Rückenschmerzen, denn wir müssen zuerst einmal die Spannung dort im unteren Rücken lösen. Und du kannst die erste Übung sogar gleich direkt auf einem Sessel mit mir machen. Öffnest ein bisschen die Füße so, dass du einfach mal ganz locker, und das ist wichtig, ganz locker den Oberkörper aushängen lassen kannst. Greifst mit den Händen nach unten, machst den runden Rücken, der Nacken ist locker so, dass sich die gesamte Rückseite hier schön dehnen kann. Atmest ganz entspannt dazu ein und aus. Schaust, dass die Körperrückseite, der gesamte Rückenbereich hier möglichst lang wird. Ohne anzuspannen, ohne dagegen anzukämpfen, anzuhalten, sondern locker lassen. Noch ein bisschen bleiben, vielleicht noch ein bisschen tiefer sinken. Gut, und dann kannst du den Sessel weggeben. Wir kommen nach unten zum Boden. Du bringst die Fußsohlen zueinander mit ein bisschen Abstand nach vorne, nicht ganz so nah, aber auch nicht weit weg, so dass du jetzt wieder mit rundem Rücken, das dehnt wieder die Körperrückseite, dich hier locker nach vorne fallen lassen kannst. Und da ist jetzt nicht so wichtig, ob du hierher greifen kannst oder weiter nach vorne, sondern wieder ganz locker hineinsinken lassen. Wir wollen auch jetzt bewusst einen runden Rücken machen, so dass auf der einen Seite das Kreuzbein im unteren Rücken Richtung Boden kommt und auf der anderen Seite der Hinterkopf Richtung Boden kommt. Und wieder ganz entspannt atmen. Und dann vielleicht noch ein bisschen tiefer sinken, wenn es jetzt geht. Den Rücken locker lassen. Gut, dann ganz wichtig, müssen wir auch den Hüftbeuger dazu nehmen. Du legst eine Decke oder irgendwas Weiches unter das linke Knie, stellst das rechte Bein auf und wichtig jetzt die Zehen im hinteren Fuß aufstellen, bringst die Hände zum Knie, der Oberkörper ist aufrecht und jetzt langsam mit dem Gewicht nach vorne kommen, so dass sich jetzt die linke Seite, der linke Hüftbeuger schön dehnen kann. Dort ist die Dehnung spürbar. Wenn das im unteren Rücken schmerzt oder unangenehm ist, dann kannst du hier deine Hand drauflegen. Leichter Gegendruck, kommst aus dem Hohlkreuz raus und gehst nicht so tief nach vorne. Und wieder ganz entspannt atmen. Die Dehnung im linken Hüftbeuger vorne spüren. Gut, und die Seite wechseln, linkes Bein aufstellen. Wichtig, wieder Zehen im hinteren Fuß aufstellen und dann mit aufrechtem Oberkörper nach vorne kommen. Bleiben, halten, atmen, die Dehnung hier deutlich wahrnehmen. Wenn es im Rücken unangenehm ist, aus dem Hohlkreuz raus. Mindestens 30 Sekunden halten die Dehnungsübungen. Gut, dann kommen wir wieder raus. So, jetzt kommen wir nach oben zum Stehen. Und jetzt kannst du deine Arme so zur Seite strecken, so schräg nach oben. Und beugst dich
jetzt so schräg nach hinten hebst, den Kopf an, machst eine leichte Rückbeuge im oberen Rücken, so dass das Brustbein hier nach vorne zieht. Schultern bleiben unten, Kopf leicht heben. Halten. Jetzt wollen wir die Körpervorderseite dehnen. Wenn die Spannung auf der Körpervorderseite weniger wird, dann nimmt es auch die Spannung auf der Rückseite weg. Bleiben in der Position. Tief und entspannt atmen. Arme strecken, Fingerspitzen ziehen auseinander, noch ein bisschen länger machen. Gut, und dann lösen. Letzte Übung. Jetzt strecken wir die Arme schulterbreit nach oben. Leichte Rückbeuge. Knie etwas beugen. Langsam, wichtig, langsam, vor allem beim ersten Mal nach vorne runter gehen. Mal nur die Beine oder die Knöcheln greifen. Wieder nach oben kommen. Leichte Rückbeuge. Mit dem Einatmen am besten. Mit leicht gebeugten Knien nach vorne runter kommen. Mit dem Ausatmen am besten. Einatmen, strecken, runtergehen. Wiederholen wir das langsam ein paar Mal. Gut, nochmal runtergehen, jetzt unten bleiben, Knie können ruhig leicht gebeugt sein, Oberkörper vorfallen lassen, Nacken, Schultern sind locker. Gut, und dann kannst du langsam rauskommen. Also, das war das kurze Rückenprogramm. Wenn du das regelmäßig machst, nimmst du wirklich konsequent die Spannung aus dem unteren Rücken raus. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, wenn du den Kanal abonnierst und ich dich auch in einem der anderen Videos sehen würde.